Das Mittelfränkische Jugendfilmfestival fand vergangenes Wochenende nun schon zum 28. Mal statt, bei dem ausgewählte Filme in der Arena des Cinecittà Nürnberg ausgestrahlt wurden. Junge Filmemacher konnten ihre Produktionen auf großer Leinwand präsentieren und sich anschließend den Fragen des Publikums stellen. Wir haben 66 Produktionen gesehen an diesem Wochenende. Jetzt ist es wie gesagt nochmal an euch. Dieses Zettel jetzt draußen an der Theke. Bis kurz nach 5 könnt ihr abstimmen. Am Samstag wurden parallel zwei Workshops angeboten. Von der Idee zum ersten eigenen Film von Julia Fuchs vermittelte die Grundlagen des Filmemachens. Währenddessen beschäftigten sich die Zuschauer der Arena mit dem Thema Filmton unter der Leitung von Sirius Kestel. Ich fand Kreuzweise ziemlich gut. Da waren die Dialoge einfach total lustig. Das Publikum hat total viel gelacht. Am besten fand ich bis jetzt Dr. Zhivago ist tot, weil der ziemlich professionell war. Wie jedes Jahr begeistert das Jugendfilmfestival Besucher aus verschiedensten Gründen. Ich bin hier schon seit 8 Jahren, glaube ich, am Stück, weil man hier immer wieder tolle Filme sieht und ich habe auch jedes Mal einen Film selber eingereicht. Also natürlich auch, um meinen eigenen Film mal auf großer Leinwand zu sehen. Ja, teilweise, weil man Leute kennt, die Filme eingereicht haben, aber auch einfach, weil es eine Tradition geworden ist, hier mal hinzugehen und sich ganze Filme anzuschauen. Nach 3 Tagen Kino nonstop sind wir dabei herauszufinden, wer diese wunderbaren goldenen Hunde mit nach Hause nehmen darf. Ich glaube, war es schwierig, ein paar Favoriten zu küren? Auf jeden Fall. Also die Filme waren wirklich alle atemberaubend, muss man wirklich so sagen. Herzlich willkommen, unsere ersten Preisträger an diesem Abend. Hallo. Um was ging es denn in euren Film? Ja, eigentlich um ein Mädchen, das sich verliebt hat in einen Jungen. Und ihn ansprechen wollte, was auch versucht hat. Aus den Augen eines Teenagers erlebt das Publikum, was es heißt, sich den Hürden des Lebens zu stellen und wie es sich das ein oder andere Drama als Test entpuppen lässt. Hallo Julian, grüß dich. Ich glaube, 6000 Bilder hast du geknipst für deinen Lego-Animationsfilm. Ja, das stimmt, fast 7000 sogar. Nachdem alle goldenen Lobos an die Gewinner übergeben wurden, konnten sich Preisträger und Gäste noch im Foyer des Multiplex-Kinos austauschen. Ich habe mit Schwarze Schafe gewonnen, den 2. Preis. Alles ringt sich wieder ein. Bei meinem Film geht es um ein Mädchen, was in ihrer Familie Missbrauch erlebt hat von ihrem eigenen Vater. Und die Geschichte spielt ein paar Jahre später im Prinzip und es geht darum, dass die Familie schweigt. Und die Fassade von dieser heilen Familie, die sie versuchen aufrechtzuerhalten, langsam das Bröckeln beginnt. Ja, schön, mal endlich eine Trophäe in der Hand zu halten. Das ist sehr, sehr lustig, weil nach einem Jahr war das endlich meine Premiere. Und dann gleich sowas eben in der Hand zu halten, warum nicht?